Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Lauf hier in Barcelona zur GT3-Meisterschaft 2018. Ich fahre mit einem Porsche 911 GT3 2016. Barcelona ist, finde ich, eine richtig coole Rennstrecke. Hier ein paar kleine Fakten dazu. Der Circuit de Catalunya wurde im September 1991 eröffnet. Noch im selben Monat, am 29. September 1991, fand hier zum ersten Mal der Große Preis von Spanien statt. Und der Kurs ist bis heute Austragungsort dieses Rennens geblieben. Zudem ist der Circuit eine beliebte Teststrecke für die Formel 1 und Motorradteams. Wegen der milden Temperaturen im Winter und im Frühjahr eignet sich der Kurs besonders für die Saisonvorbereitung. Ein kleines Kuriosum war während der Olympischen Sommerspiele 1992, weil da wurde der Kurs etwas zweckentfremdet, nämlich fand hier das 100 Kilometer Mannschaftszeitfahren im Radrennsport statt. Die Strecke wurde im Laufe der Jahre mehrmals leicht umgebaut, hat heute eine Länge von 4,65 Kilometer. Die Länge der Boxengasse beträgt 340,7 Meter. Typisch für diesen Kurs sind die langgezogenen Kurse. Typisch für diesen Kurs sind die langgezogenen Kurven, welche die Reifen stark beanspruchen und Formel 1 Boliden mit der besten Aerodynamik bevorteilen. Das Training hat gestartet. Am Setup habe ich erstmal nichts gemacht. Ich will erstmal mich wieder hier mit dem Kurs richtig vertraut machen, die richtigen Bremspunkte finden. Ja, wo kann ich wie beschleunigen? Und einfach mal ein bisschen Trainingsluft schnuppern. Ich hatte ja im ersten Teil bereits gesagt, ich will die Trainingszeit immer ein bisschen nutzen, euch über die aktuellen Motorsportnachrichten zu informieren. Wir haben jetzt den 13. Januar und es gibt doch einiges Neues. Zum Beispiel die 24 Stunden von Dubai hat das Team um Black Falcon gewonnen. Der Mercedes AMG GT3 mit der Startnummer 2 wurde gesteuert von Abdulaziz Al-Faisil, Hubert Haupt, Yelmer Buhmann und Gabriele Piana. Wir haben nach 24 Stunden und 605 Runden als Sieger die Ziellinie überquert. Für Black Falcon und Mercedes war es der vierte Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen Dubai. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und auf Platz 2, das ging an das Team von Otto Kloos, Mathieu Jaminet, Lars Kern und Sven Müller. Und die sind im Porsche 911 GT3 R mit der Startnummer 12 gefahren. Das war das Team Mantai. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Auch Lewis Hamilton hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Und zwar fordert er weg mit Asphaltauslaufzonen in der Formel 1. Hintergrund dieser Aussage ist, dass er sich wünscht, dass die Piloten für Fehler wieder bestraft werden. Dazu dürften die Strecken aber keinerlei Patzer verzeihen. Die asphaltierten Auslaufzonen würden es den Fahrern viel zu einfach machen. Die FIA hat zwar einen guten Job gemacht, aber sie muss damit aufhören, einige riesige Auslaufzonen zu bauen, denn die Formel 1 Piloten nutzen dies für ihren Fahrstil aus, weil sie nämlich die Kurven schneller angehen als eigentlich möglich, weil sie brauchen ja keinen großen Abflug zu befürchten. So kommentiert der Brite seine Aussage. So, nach ein paar Runden sieht man schon, dass hinten links der Reifen am wärmsten ist. Ich fahre ja noch mit den M-Reifen und links vorne ist es auch eher etwas wärmer, der Reifen. Dagegen vorne rechts und hinten rechts bleiben die Reifen eher kühl.
Hier noch eine Nachricht, die mich ein bisschen erstmal zum Schmunzeln brachte und jetzt finde ich sie ganz merkwürdig, weil es geht um die Schumacher-Kartbahn in Kerpen. Die steht nun endgültig vor dem Aus. Als ich diese Schlagzeile gelesen habe, dachte ich, okay, die ist vielleicht finanziell nicht mehr zu retten oder andere Gründe spielen mit. Nein, es geht darum, dass der RWE-Konzern nun ein endgültiges Angebot vorgelegt hat, dass die Kartbahn bis zum 31. Oktober 2020 abgerissen werden muss, damit dieser Konzern in diesem Bereich Braunkohle abbauen kann. Nach jahrelangen Verhandlungen habe das Unternehmen ein abschließendes und endgültiges Entschädigungsangebot vorgelegt, heißt es in einer Stellungnahme des Kartclubs Kerpen. Der Erftlandring ist damit nicht mehr zu retten. Die Strecke liegt in den Abbaugrenzen des Tagebaus Hambach. Schon im Jahr 1977 wurde der Abbau von Braunkohle in dieser Region genehmigt. Die Kartbahn wurde erst später errichtet, weshalb der RWE-Konzern ein Recht auf die Inanspruchnahme des Abbaufeldes hat. Das bestätigt auch das Land Nordrhein-Westfalen im Juli 2016. Der Tagebau habe hohe Bedeutung für die Stromversorgung und sei damit Priorität Nummer 1. Jetzt probiere ich hier mal auf der Innenseite durchzugehen, später bremsen, das hat geklappt und jetzt bin ich auf die Innenseite der Curves gekommen und jetzt rutsche ich weg. Okay, aber grundsätzlich kann man das mal probieren im Qualifying nicht, sondern im Rennen dann. Okay, jetzt haben wir noch 3 Minuten ungefähr Trainingszeit. Ja, was gibt's noch Neues? Ich erwarte sehnsüchtig das Update für die PS4. Wo das Bonuspack drin ist. Es geht da um die Extrastrecke Laguna Seca. Auf dem PC gab es dieses Bonuspack, glaube ich, ab dem 21.12. Ich konnte leider keine News finden, wann der Termin für die PS4 dann tatsächlich veröffentlicht wird. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt es doch rein in die Kommentare. Ja, zum Schluss nochmal die Einfahrt zur Box üben, weil es kann ja sein, dass während dem Rennen man die Box aufsuchen muss, weil man irgendeinen Schaden hat. Natürlich bei 10 Rennrunden geht es nicht darum, Sprit aufzufüllen oder sogar die Reifen zu wechseln. Aber wenn man in einer Kollision verwickelt ist und man will was reparieren lassen, dann ist es immer ganz gut, wenn man wenigstens weiß, wo man hinzufahren hat. Weil nicht jede Boxeneinfahrt ist unbedingt einfach. So, nach dem Training, Platz 12, ja, die Rundenzeiten sind nicht top und an den ersten komme ich auch nicht ran. Jetzt warten wir mal ab, wie sich das Qualifying entwickelt, was da noch rauszuholen ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal was im Setup nochmal einstellen. Erstmal die Spritmenge ein bisschen anpassen natürlich. Dann an der Getriebeübersetzung was ändern, dass ich dann auch auf der langen Start- und Zielgeraden in den Begrenzer reinkomme oder annähernd in den Begrenzer reinkomme. Jetzt weiß ich nur nicht genau, welches Übersetzungsverhältnis da das richtige ist. Muss ich jetzt noch mal ein bisschen ausprobieren. Normalerweise werden dann die Endgeschwindigkeiten in den Gängen oben angezeigt, jetzt gerade nicht.
Dann verstelle ich noch das Differential, die Leistung und den Freilauf verändere ich nochmal ganz leicht. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Auto dann etwas agiler ist oder ich komme besser mit zurecht. Ja, und ganz wichtig natürlich die Softreifen raufziehen. Eigentlich würde ich den Reifenluftdruck auch verändern, aber der wird hier eh so heiß, der Reifen. Ups, was haben wir denn da? Unerlaubte Fahrzeughöhe hatte ich jetzt auch noch nicht so im Spiel. Das heißt, ich gehe am besten nochmal in die Box und gehe davon aus, durch die soften Reifen stimmt einfach die Fahrzeughöhe nicht. Es ist zu niedrig, deswegen werde ich jetzt nochmal etwas an der Höhe verändern, um da auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt scheint alles zu stimmen. Es gibt auf jeden Fall keinen Hinweis mehr. Jetzt geht es in die Aufwärmrunde und danach kommt die erste Qualifying-Runde. Auch so eine Besonderheit bei der KI hier in Barcelona. Die fahren erstmal alle schön brav auf der rechten Seite, vergessen irgendwie das Beschleunigen. Den lasse ich erstmal vorbei, ein bisschen auf Abstand gehen, damit ich nachher in meiner richtigen Runde dann auch genug Platz habe und nicht hinten noch auf jemanden auffahre, der mir dann letztendlich die Runde kaputt bremst. Jetzt zählt's, jetzt rutsche ich auch noch raus. Zu früh auf dem Gas gewesen, egal, Geschwindigkeit aufbauen und den ganzen Sprung jetzt leider nicht mitnehmen. Schauen wir aber mal, was rauskommt jetzt in der Runde. Erstmal die lange Start- und Zielgerade. In der Kurve habe ich es unheimlich schwer, immer die richtige Mischung aus Beschleunigen, Vollgas, Halbgas und so weiter zu finden, dass ich hier echt auf der Ideallinie bleibe. Man sieht schon hinten links, der Reifen ist richtig heiß geworden, aber noch merke ich beim Fahren relativ wenig, dass er schmiert. In der Rechtskurve kann man viel Zeit liegen lassen oder auch gut machen, wenn man frühzeitig am Gas ist, am Scheitelpunkt gut beschleunigt, die ganze Straßenbreite nutzt. Man kann sich ruhig auf den Randstreifen raustragen lassen, man rutscht nicht weg. Hier habe ich mich auch schon vielfach verbremst, in der Regel immer zu spät. Kann man sich schön raustragen lassen, das passt auch. Aber die Reifentemperatur ist noch ganz gut. Ich merke auch beim Fahren nichts, dass der Reifen jetzt irgendwie komplett abbaut. Also von daher werde ich auch im Rennen die weichen Reifen hier nutzen, in der Hoffnung, dass sie durchhalten.
okay, jetzt Position 1, sieht ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, wenn die anderen dann ihre ersten Runden absolviert haben, wie sich das dann verändert. Wie gesagt, Ziel ist, unter die Top 10 zu kommen. Das müsste eigentlich realistisch sein. Was ich eben schon sagte, hier so die richtige Balance zu finden, nicht zu weit rausgetragen werden, aber auch nicht zu langsam sein. Und wenn man hier einen Fehler macht, wird das sofort ausgenutzt vom Gegner. Ja, und ratzfatz bin ich auf Platz 11 abgerutscht. Das ging relativ schnell. Aber momentan befinde ich mich auf einer ganz guten Runde. Zumindest persönliche Bestzeit. Ich hoffe, dass mein Vordermann mir nicht ins Gehege kommt und mich jetzt hier noch ausbremst auf den letzten Kurven. Das scheint alles zu passen. Und jetzt hier kontrolliert mit Vollgas auf Start und Ziel. Habe ich den Innenkörb berührt, das war nicht gut. Habe deutlich Zeit liegen lassen. Viel zu spät gebremst, hat nicht gepasst. Noch ist aber die Zeitdifferenz grün. Bin noch auf einer guten Zeit unterwegs. Jetzt sauber die Rechtskurve fahren, früh ans Gas gehen, jawohl. Komplette Straßenbreite genutzt. Gut angebremst, schön innen bleiben und jetzt hier gut raus beschleunigen. Da schaut alles noch gut aus. Reifentemperatur hinten links ist auch okay. Fährt sich auf jeden Fall alles gut. Jetzt bin ich auf Position 12 abgerutscht. Das passt. Alles schön mit Vollgas fahren. So, trotz Bestzeit, also persönliche Bestzeit, immer noch auf Platz 11. Auch hier eine neue schnellste Runde, also eine persönliche schnellste Runde. Nach dieser Linkskurve, jawohl, die habe ich jetzt ein bisschen besser genommen. Top.
Jetzt gilt es hier im richtigen Moment anzubremsen, nicht zu spät zu sein. Okay, das passt. Mein Gegner vor mir ist mir auch noch nicht im Weg. Eieiei, und hier stelle ich das Auto quer. Schön die Runde weggeschmissen. Okay, das kann passieren. Wir haben ja noch ein bisschen... Ne, leider haben wir keine Zeit mehr. Ich sehe gerade, dass dieses Qualifying abgelaufen ist von der Zeit. Ich fahre mal in die Box. Okay, Platz 11 ist zwar nicht das, was ich mir ganz gewünscht habe, aber 2 Sekunden Rückstand auf den Besten ist natürlich schon Wort. Aber warten wir mal das Rennen ab. Jetzt noch die Spritmenge anpassen für die 10 Runden. Ich rechne so grob immer mit 2,5 Liter und jetzt habe ich noch eine kleine Reserve eingebaut. Okay, jetzt schön gucken, dass ich den Start nicht verpenne. Konzentration. Und los. Okay, Start war nicht ganz optimal. Was machen die Vorderleute? Okay, ich werde auch noch überholt. Aber in der ersten Runde hat man noch nie ein Rennen gewonnen, eher verloren. Eine alte Weisheit. Okay, ich bremse mal lieber etwas frühzeitiger. Wer weiß, was vor mir da passiert. Gut, die Fahrer haben sich scheinbar alle sortiert. Hinter mir sitzt einer im Knick. Den erstmal jetzt auf Abstand ein bisschen halten. Okay, es gab keinen Unfall. Ich habe noch eine Position verloren. Egal. Jetzt erstmal den Rhythmus finden. Und erstmal Anschluss finden. Gucken, was meine Vorderleute so machen, wie da gefahren wird. In Barcelona gibt es ja einige Möglichkeiten, finde ich, wo man gut überholen kann, weil die Rennstrecke auch schon groß ist. So, ich glaube, wenn ich jetzt hier anbremse nach der langen Geraden, um in die Linkskurve einzubiegen, da werde ich deutlich den Abstand verringern können. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu spät bremse, dass ich jemanden hinten reinfahre. Ne, ist mir gut gelungen. Okay, anbremsen hat auch gut funktioniert. Und jetzt hier raus beschleunigen, zweiter Gang. Gleich die erste Runde geschafft. Jetzt hier kontrolliert beschleunigen, den Scheitelpunkt treffen und Vollgas. Erste Runde geschafft. Ja, einfach mal dem Gegner zeigen, dass man da ist. Gegner ein bisschen nervös machen. Ich hatte natürlich nicht vor, jetzt hier zu überholen. Man wollte einfach nur mal testen, wie der reagiert. Reifentemperatur ist gut. Also hinten links ist ja so der kritische Reifen. Ja, nach der Kurve wird er immer schön warm, aber er hält, schmiert nicht. Mal gespannt, wie er nach den 10 Rennrunden aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch der Verschleiß mit am höchsten ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Boxenstopp ist auf jeden Fall keiner von mir geplant. Auch die KI wird keine Boxenstopps machen.
Für den Windschatten bin ich leider zu weit weg. Aber ich habe einen Tick später gebremst. Konnte mich mal wieder kurz zeigen dem Gegner. Ich muss einfach ein bisschen näher rankommen, damit ich hier in der ersten Kurve nach Start und Ziel dann auch wirklich mal einen Angriff starten kann. Ja, leicht berührt. Das ist so ein bisschen die Schwäche der KI. Wenn man auf der Innenseite ist, die sieht einen irgendwie nicht, als hätte sie einen toten Winkel. Aber ich bin vorbeigekommen, ein Platz verbessert, jetzt auf Position 12. Ja, hier hat es nicht ganz gepasst in der Kurvenkombination. Dafür war das hier echt gut gefahren. Schön die Streckenbreite ausgenutzt. Jetzt richtig anbremsen. Jawohl. Und jetzt aufs Gas gehen. Hier schön innen bleiben. Ja, und ich kann einfach besser raus beschleunigen. Kann den Abstand ganz leicht verändern. Upala. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht hinten reinfahre. Ja, vielleicht komme ich ja jetzt nah genug ran, um vielleicht einen Angriff starten zu können nach Start und Ziel. Jetzt erstmal hier mit Vollgas rum. Achtung, die Curbs. Wow, kann das Auto gerade noch abfangen. Das hat man natürlich jetzt den Windschatten etwas verhagelt. Das hat Zeit gekostet. Okay, Konzentration. Nee. Ich war einfach zu weit weg. Das macht so keinen Sinn, hier einen Angriff zu starten. Da provoziere ich eher einen Unfall. In der Ruhe liegt die Kraft. Ah, die langgezogene Rechtskurve habe ich gut genommen. So, jetzt wird der hintere Reifen wieder richtig glühen gleich. Jetzt schon richtig rot die Farbe. Uiuiuiui. Sorry. Aber irgendwie, ich hab's verpeilt. Aber zum Glück ist ja nichts passiert. Nur Blechschaden. Wir beide können weiterfahren. In solchen Fällen freut sich ja fast immer der Hintermann, dass der dann nach sowas an zwei Autos gleich vorbeiziehen kann. Zum Glück war er weit genug weg, sodass er daraus keinen Vorteil rausfahren konnte. Ich bin aber dran, also jetzt über kurz oder lang werde ich mal noch einen Angriff starten. Weil ich darf auch nicht zu weit abreißen lassen. Ja, das hat gepasst. Immer nach Position 12. Ich bin eigentlich zu weit weg. Ich probiere es trotzdem innen rein und jupp, was ich schon immer gesagt habe, die hat einen toten Winkel, die KI. Muss man echt aufpassen. So, jetzt wieder einen Platz verloren. Natürlich ärgerlich, aber das Auto fährt sich normal. Ich spüre nichts. Also alles nur kleiner Schaden. Ich werde auf jeden Fall deswegen nicht an die Box fahren müssen. Aber Reifen sind natürlich jetzt schon sehr bunt. Ne? Selbst vorne links ist jetzt hier orange. Muss ich aufpassen, dass es nicht doch mich mal weg schmiert, wenn ich aus der Kurve fliege. Noch extra mal ein bisschen langsamer.
War jetzt natürlich sehr ärgerlich, dass ich da, obwohl ich auf der Innenseite war, von dem rausgerammelt wurde und ich den Dreher mache. Gut, nicht jammern, weiterfahren. Konzentriert. Das war zu schnell. Jetzt schön Vollgas geben, den Scheitelpunkt hier gut treffen. Der schaut gut aus und jetzt die lange Start- und Zielgerade. Wir befinden uns in der Runde 6 von 10, also mehr als die Hälfte des Rennens rum. Ich bin meinem Ziel, unter die Top 10 zu fahren, jetzt relativ weit weg. Uiuiuiui, zu spät gebremst. Sorry. Okay, Glück gehabt. Zwar ist jetzt mein Spoiler vorne. Wird er rot angezeigt, aber das Auto lässt sich noch ganz gut fahren. Merke nichts davon. Und ein Platz gut gemacht. Das ist natürlich nicht die feine englische Art, ganz im Gegenteil. Ich müsste jetzt normalerweise warten und ihn wieder vorbeilassen, weil ich mir einen Vorteil davon verschafft habe. Lasst mich kurz überlegen. Nein, mache ich nicht. Geht hier immerhin um die Meisterschaftspunkte auch. Wenn auch auf Position 13 oder 12 es nicht mehr viele gibt. Ich glaube einen. So, Runde 7. Ja, ich habe mir das Rennen auch leider ein bisschen anders vorgestellt. Also nicht mit so vielen Feindberührungen. Jetzt mal unabhängig davon, dass ich einmal rausgedreht wurde, so habe ich ja jetzt auch einen Vorteil verschafft. Also ausgleichende Gerechtigkeit. Aber ich dachte, ich hätte irgendwie die Möglichkeit, weiter vorne mitzufahren, dass die Duelle etwas spannender sind, dass es vor allem mehr Duelle gibt. Naja, jetzt heißt es erstmal, das Rennen nach Hause zu fahren, nicht mehr allzu hohes Risiko einzugehen, um nicht noch rauszufliegen und den Platz 12 hier zu verlieren. Auf meine Reifen ein bisschen achten. Noch schaut es so ganz gut aus. Also merken tue ich auf jeden Fall nichts, dass der hintere linke Reifen ständig im roten Bereich ist. Fährt sich noch so ganz gut. Hier richtig gut angebremst. Und hier gilt es nicht mit dem Gas zu pumpen, was ich aber mehr oder weniger schon ein bisschen mache. Ich glaube, hier kann man in der Kurve auch noch mal viel Zeit rausholen, wenn man die sauber fährt. So, Runde 8 hat angefangen. Ach, zu spät gebremst, bisschen rausgerutscht. Nur die Vorderräder gerutscht, untersteuert.
vielleicht wird das nochmal eine Runde mit einer persönlichen Bestzeit. Schaut ganz gut momentan aus. Ob ich jedoch noch Anschluss an das Hauptfeld bekomme, an die Fahrer vor mir, ich weiß es nicht. Sieht nicht so gut aus. Ist einfach der Abstand ein Tick zu groß. Und so viele Stellen gibt es nicht, wo ich deutlich schneller bin. Spät auf der Bremse, ging noch, aber ja, Zeit liegen gelassen, jetzt wird es schwer mit einer neuen persönlichen Bestzeit. Ja, ich bin einfach zu weit weg, um hier den Windschatten auszunutzen. Ich komme einfach nicht ran. Ich kann den Abstand etwas verringern, schaut nochmal ganz gut aus. Ob es dann nochmal reicht, um vielleicht auf Platz 11 oder sogar 10 zu fahren, schauen wir mal. Ich glaube auch nicht, dass die KI noch große Fehler machen wird. Nach hinten habe ich relativ guten Abstand. Muss mir jetzt auch erstmal keine Sorgen machen, dass ich da überholt werde. Jetzt bin ich richtig nah rangekommen. Ich traue mich aber nicht. Nee, ich ziehe es nicht durch. Hab da ein bisschen Angst. Ja. Aber ich bin dran. Vielleicht klappt es ja noch. Jetzt konzentrieren, nicht übermütig werden. Vollgas. Knapp. Ja, schon sofort wieder Zeit verloren. Runde 10 von 10. Finale Runde. Ja, hinter mir haben wir wieder ein bisschen aufschließen können. Also jetzt das Rennen ruhig nach Hause fahren, nichts mehr riskieren. Sprit langt, alles bestens. Komme ich vorbei, komme ich hinein? Ja. Geschafft. Das war nochmal auf der letzten Rille. Schöner Zweikampf. Ah, hier trägt es mich zu weit raus. Ich kann aber die Position halten. Ein Tick zu spät. Geht aber noch. Was schon mal gut ist, Abstand nach hinten konnte ich vergrößern. Jetzt nach vorne schauen. Sieht schon geil aus, wenn die Flammen da aus dem Auspuff schlagen.
Ja, Rennen ist rum. Platz 11. Coole Sache. Hat nicht ganz funktioniert, war aber ein schönes Rennen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Fazit ist, für 10 Runden halten die weichen Reifen in Barcelona. Spritmenge mit ca. 2,5 Liter zu rechnen. Ein bisschen Reserve noch reintun, das passt dann auch. Ja, mir hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich glaube, dann ist das dritte Rennen in Brands Hatch. Okay, vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Bis denne. Tschüss.